Ja, mein Name ist Claudia Ernst-Holzwart. Ich bin vom Jahr in Diekirch bei Servia bei der Sauer und leite da eine Station für Demenzerkrankte. Gut nicht. Der Test, der fährt direkt, der fährt schon vor 4 Tagen, der positiv zur Impfung. Auf jeden Fall. Für mich ist das der einzige Weg, dass wir das Problem am Virus gelöst kriegen, weil wir immens viel Leute können impfen. Und auch die Bewohner nachher impfen, dass wir alle nochmal in Normalität vom Leben zurückkommen. Der Test, was er hat Motivation für die Impfung so schnell zu machen? Erstmal, dass ich mich selber kann vor der Krankheit schützen und dass ich halt eben auch als Beispiel für Runden gehen, für die Kollegen, für Familien und für die Bewohner, sich auch impfen zu lassen, dass man halt eben nächstes Jahr wirklich nochmal ein bisschen normal leben können, ein bisschen mehr Freiheiten haben, weil die Bewohner die Möglichkeit geben, wieder mehr Kontakt zu den Familien zu haben. Ja. Gut, kein Problem. Nee, das sind immens gute Abklärungen, das sind gute Organisationen, das ist ein geregelter Ablauf. Da. Das an dir fürs Luschen, die musst du nachher klären. Ja. Die Rendezvous ist in 3 Wochen und den Hund ist auch schon fixiert. Okay, ja. Merci. Gerne, gut. Merci. Merci, Kunden. Sonja, und ich hoffe, am Servierhaus zu feiern im Sanatorium. Nee, für mich war es relativ sehr klar, zu der Impfung zu stehen, weil ich gesehen habe, als Lichtblick, für ihn zurückzuhängen, in eine gewisse Normalität zu kommen. Ich hoffe, dass ganz viele Leute sich impfen lassen, dass wir die Masken heiraten können, ausdauen, dass wir die sozialen Kontakte ein bisschen mehr genießen können. Und für alle Morgen sind es hier, dass wir uns bewundern, dass wir im Sortier können machen und die Aktivitäten wie früher gestalten. Müssen wir heute geimpft gehen, speziell der Sektor, dass wir die Kraft haben, die Impfung selber reingetroffen? Also die Organisation ist tadellos, das hat geklappt wie um Schnürchen und die Impfung spritzt und nicht gespürt. Merci. Merci.